Hallo, herzlich willkommen. Ja, möchtest du ein Schwert festhalten? Sollen wir mal tauschen? Guck mal, das ist cool, oder? Mega. Ganz klasse, wirklich klasse. Die Kinder kommen rein, strahlen uns an, sehen uns direkt, freuen sich mega. Helden für Herzen ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, schwerkranken, sozial benachteiligten Kindern, ihren Geschwistern, Kindern oder ihren Geschwistern und den Familien tolle Momente zu bereiten. Und damit herzlich willkommen zu unserer Tour mit den Helden für Herzen über die Dream Night im Zoo Neunkirchen. Die Dream Night ist ein internationales Event, das es chronisch kranken und behinderten Kindern ermöglichen soll, den Zoo außerhalb der regulären Öffnungszeiten zu besuchen, damit sie wirklich mal alles in Ruhe genießen können. Wer sich jetzt fragt, ob so eine Aktion... Guck mal, möchtest du das Schwert fürs Foto halten? Bestimmt, oder? Das ist cool, ne? In Zeiten von Inklusion überhaupt noch notwendig ist... Mega. Nee, sie ist Traumnacht. Wirklich, sie ist ihren Namen wert. Sie ist eine Traumnacht. Es ist sowas Tolles, was sie dort für die Kinder aufgezogen haben. Ja, leider ist so eine Aktion notwendig. Was soll ich sagen? Weil die Inklusion, so wie sie beschrieben wird, nicht stattfindet. Weil die Kinder halt immer, egal wo sie sind, ja, doch komisch angeguckt werden. Ne? Oder ach, sag ich mal, dann getuschelt wird. Und das ist hier halt gar nicht. Ne? Also jeder ist, wie er ist und kein komische Blicke, nix. Wenn komische Geräusche mal gemacht werden, guckt keiner. Ja. Auch wenn es nach über 30 Jahren Diskussion über Inklusion kaum zu glauben ist, sind alle Eltern, mit denen wir hier sprechen, mit ihren Kindern aus demselben Grund hier. Weil die so sein kann, wie sie will, ohne angeschaut zu werden, ohne blöd angeguckt zu werden. Es wird keiner komisch angeguckt. Jeder hat sein Positives, sein Negatives. Sie sind frei, sie können sich frei bewegen. Es ist keine Scham da. Es tut mir leid, wir haben halt mittlerweile die normale Generation. Sie werden draußen komisch angeguckt und hier brauchen sie es nicht. Hier erfahren sie es nicht, dass sie komisch angeguckt werden. Wie es sich für Eltern anfühlt. Die Mirabelle, die ist cool, ne? Wenn das eigene Kind nicht nur krank ist, sondern auch noch ständig angestarrt wird, sobald man mit ihm oder ihr in die Öffentlichkeit geht, kann wohl niemand, der nicht betroffen ist, wirklich nachvollziehen. Was soll ich sagen, es macht ihn traurig einfach, dass gerade zu der Zeit heute noch, dass Leute noch so, dann sagen, ich nicht nur gucken, sondern auch regelrecht halt, ja, Stirn, ne? Also die gucken dann ihn wirklich teilweise an. Also früher war es ganz oft so, ja. Was man sich vorkommt, ist wie ein Tier im Zoo halt, ne? Wirklich so. Genau, also ich glaube, das spielt wirklich eine sehr, sehr große Rolle, dass auch wenn dann ein Kind vielleicht irgendeine Behinderung hat und eine Krankheit, das dafür sorgt, dass es vielleicht mal losschreit oder so, hier stört sich niemand dran. Es gibt keine komischen Blicke, weil, ja, so nach dem Motto, wir sind hier alle im selben Boot und wir wollen alle nur einen schönen Abend verbringen. Damit der Abend für Kinder und Eltern besonders schön wird. Und du, kommst du auch mit aufs Foto und hältst den Schild fest? Ja? Ja. Dann seid ihr unsere beiden Superheldinnen und könnt uns beschützen, ja? Okay? Wartet eben schon am Eingang des Zoos Dagmar Schwan mit ihren Helden für Herzen. Guck mal, du bekommst das Schild, okay? Ja? Dann seid ihr voll die Superheldinnen und direkt am Start hier bei uns, ja? Ja, das ist total schön. Ja, immer wieder echt ein tolles Erlebnis, wenn die Kinder sich so freuen, die Charaktere zu sehen. Dafür verkleiden sich die Vereinsmitglieder aufwendig als Charaktere aus bekannten Kinderfilmen. Ja. Und hat auch mit Film. Ja, hat auch beim Film mitgespielt, halt ne? Das. Genau. Mit Schwert und allem, um euch zu beschützen, ne? Die ganze Superhelden und schon das Schaf und Figuren tun den Kindern ein wunderschönes Lächeln ins Gesicht zaubern. Sind ganz herzlich, lasse sich anfassen und knuddele, was für die Kinder natürlich was ganz Besonderes ist. Allerdings ist der Tag nicht nur für die Kinder. Lynn, wie hast du reagiert? Etwas ganz Besonderes. Ja. Sondern auch... Die waren aus dem Häuschen, vor allem die Mama war aus dem Häuschen. Ne? Ja. Für die Eltern... Schön. Hast du's? Ja? Super. Und für die Helden selbst.
ich bin eigentlich die ganze Zeit nur am Strahlen. Also man sieht die Kinder strahlen, man sieht, also man merkt, dass man selber strahlt. Man macht so viele Kinder gerade glücklich, indem man einfach nur hier steht in seinem Kostüm, in dem man sich kaum bewegen kann. Aber es erfüllt seinen Zweck gerade, finde ich. Einmal Kampfpose? Jawohl! Übrigens sind nicht nur die Helden für Herzen hier ehrenamtlich für den guten Zweck im Einsatz, sondern auch Meerjungfrauen, die Freiwillige Feuerwehr und alle Mitarbeiter des Zoos arbeiten an diesem Abend umsonst. Weil ich ihnen auch was Gutes tun will und für mich ist wirklich die Stimmung. Also ich bin unglaublich gerne an dem Abend hier und auch diese Dankbarkeit. Also es ist wirklich so, die Kollegen an der Kasse sagen jedes Mal, wenn die Familien gehen, die bedanken sich 1000 Mal und es ist einfach schön. Und jetzt Superheldenpose, jawohl! Und so ist die Dream Night auch ohne Lohn für viele Mitarbeiter der am besten bezahlte Arbeitstag des Jahres. Tatsächlich war es einmal so, dass ein Kind mit einer sehr starken Behinderung, das sich kaum bewegen konnte, da hat es die Kollegin ermöglicht, dass es sich so quasi über unser Islandpferd legen konnte. Und das Kind hat dann auch wirklich gelächelt und da haben die Eltern gesagt, sie können nicht sagen, wann sie das letzte Mal ihr Kind haben lächeln sehen. So rundum gut gelaunt wie die Dream Night. Ja, richtig, ich bin ja auch eine Kriegerprinzessin, ne? Muss ja aufpassen, dass euch nichts passiert. Sind allerdings bei weitem nicht alle Einsätze der Helden für Herzen. Es gibt Einsätze, da braucht man erst mal eine halbe Stunde im Auto, um das Ganze noch mal zu verarbeiten und weint dann natürlich zuerst mal am Steuer. Denn die Helden unterstützen nicht nur Aktionen wie die Dream Night oder Feste in Kinderhospizen. Hallo! Hallo, herzlich willkommen! Hallo! Wonder Woman! Richtig, jawohl! Sondern sie besuchen auch Kinder zu Hause, die zum Beispiel an einem externen künstlichen Herz hängen. Und das hat halt eine Akkulaufzeit von 30 Minuten. Das heißt, nach 20 Minuten weg von der Steckdose fängt das Ding an, total Radau zu machen. Und da haben wir einen Jungen besucht, der mittlerweile diverse Monate über ein Jahr mittlerweile an diesem Berlin-Harting, weil sich kein Spenderherz gefunden hat. Der Junge war 7 Jahre alt und den haben wir besucht und haben ihn überrascht. Er, man muss leider sagen, war riesengroßer Star Wars-Fan und wir haben ihm ein Lichtschwert mitgebracht, das die Klingenfarbe sein, also dass die Klingenfarbe in seiner Lieblingsfarbe in Gelb hatte. Und das war so ein berührender Moment zu sehen. Der Kleine war wirklich total depressiv und unfassbar deprimiert und traurig, weil das einfach auch kein Leben ist für ein kleines Kind, ne? Gefesselt ans Krankenbett zu sein, dich nicht wegbewegen zu können. Und diesen Moment zu sehen, wie der Kleine wirklich, als wir in dieses Krankenzimmer reingekommen sind, dieses Leuchten in die Augen bekommen hat, wie Kylo Ren und ein Jedi dort reingekommen sind und ihm dieses Lichtschwert übergeben haben, das auch noch für ihn graviert war. Das war einfach ein unfassbar bewegender Moment, der mich bis heute immer noch extrem catcht, tatsächlich. Ja. Mein schlimmster Moment war tatsächlich, als dieser kleine Junge dann gestorben ist im Nachgang. Also das war für uns ganz schlimm, für alle in der Orga, für jeden, der diesen Termin mitbesucht hat. Also wir hatten jetzt bislang 2-mal den Fall, dass Kinder, die wir besucht haben, dann im Nachgang verstorben sind. Und das Ding ist, wir haben ja nur einen Nachmittag mit den Kindern und trotzdem stellst du eine Verbindung her, trotzdem stellst du irgendeine Beziehung her. Und wenn dich dann diese Nachricht erreicht, dass die beiden Kinder so jung verstorben sind, dann macht das schon was mit einem, ne? Also das waren schon 2 Momente, die ich sehr, sehr schlimm fand, in der Tat. Ja. Doch diese traurigen Momente nehmen die Helden in Kauf, um Momente wie diese zu erleben. Super, Dankeschön. Ich nehme es ja noch mal ab, ja? Klasse, vielen Dank. Euch ganz viel Spaß, ja? Tschüss. Wenn der Tag schon mit einem Kinderlächeln dann losgeht hier, gibt es eigentlich nichts Schöneres. Es gibt einem so ein gewisses Gefühl, dass man was richtig, richtig Tolles bezweckt und was richtig, richtig Tolles macht. Etwas richtig, richtig Tolles. Wie zum Beispiel eben bei der Dream Night! Dabei zu sein.
sehr schön war es. Wie jedes Jahr, total tolles Feedback bekommen. Die Eltern, die Familien, die Kinder, alle waren total happy. Die Zoopfleger hatten, glaube ich, auch sehr viel Spaß. Also es war auch für uns Helden wieder ein ganz, ganz, ganz besonderes Erlebnis und hat unfassbar viel Spaß gemacht. Dankeschön! Auch schon wieder. Kommt gut nach Hause, ne? Tschüss, kommt gut heim. Ciao. Tschüss.